Hi, wir sind in Kalksburg bei unserem Produzenten, beim Georg, zu Hause. Das ist ein bisschen außerhalb von Wien, beziehungsweise eigentlich nur in Wien, aber so weit draußen, dass man malen kann, das ist schon Land. Scheiße, der Martin liegt mit Kopfschmerzen vom gestrigen Abend auf der Couch und wir arbeiten. Man mag es kaum glauben, aber ja. Wir sind tatsächlich mit unseren Demos in ein echtes Studio gewechselt. Nachdem wir die Songs jetzt auch so gut wie fertig geschrieben hatten, ging es an die Qualitätskontrolle. Daran führt kein Weg vorbei. Durchführen kann diese auch nur ein Mensch in unserem Leben, Georg Gabler. Unser Produzent und mittlerweile sehr guter Freund geht mit uns unsere Demos durch, hört die Feinheiten und bringt uns auf Spur, wenn wir bei gewissen Dingen anstehen. Unschwer erkennen kann, sind wir gerade in Wien im Studio und nehmen ein Schlagzeug auf. Das ist ja ziemlich weit, schaut gut aus. Nach mehr als 30 Skizzen und 18 fertig geschriebenen Songs blieben schlussendlich 13 übrig, die wir in der Gap Music Factory in Wien zum Recording freigegeben haben. Gestartet haben wir mit dem Drum Recording, damit die Bass steht und man sich darauf anlehnen kann. Danach folgten Bass, Gitarre, Synths und alles, was uns gerade noch so Spaß gemacht hat. Und Spaß hat uns sehr viel gemacht. Weil Recorden durchaus eine heftige Prozedur sein kann, sind wir extrem froh, in der Gap Music Factory einen Ort gefunden zu haben, wo wir unserer musikalischen Fantasie freien Lauf lassen können. Ein Song auf unserem Album hat uns während des Writing-Prozesses irgendwie nicht losgelassen. So Much Better. Wir waren immer der Meinung, dass er einen besonderen Platz verdient hat. Nur wie lässt sich so etwas umsetzen, um unseren hohen Ansprüchen gerecht zu werden? Dann Ruhe. Auf einen Schlag waren die Lichter der Welt aus, die Räder standen irgendwie still. Das Live-Recording für So Much Better, das ihr gerade gesehen habt, ging am 12. März 2020 über die Bühne. Einen Tag vor der Verkündung des Lockdowns in Österreich. Ab dann sahen unsere Meetings eine Zeit lang nur mehr so aus. Die Pandemie hat natürlich auch unsere ganze Planung über den Haufen geworfen. Unser Album hätte eigentlich schon im Herbst 2020 herauskommen sollen. Aufgrund der unsichereren Lage und weil für uns zu einem Album Konzerte dazugehören, haben wir uns dann aber entschieden, den Release um ein Jahr zu verschieben. So war für uns noch mehr Zeit, um an den Songs zu feilen. Zum Glück dauerte die Phase des Daheimbleibens nicht ewig, denn an Projekten waren wir ganz sicher nicht arm. Eine erste Single, Videodrehs, Sessions und sogar Live-Shows waren uns über die wärmeren Monate vergönnt. Es war nicht alles beim Alten, aber man konnte durchaus das Alte irgendwie schon wieder spüren. Irgendwie haben wir es aber jetzt doch geschafft und jetzt steht unser ganzes Equipment auf einem Floß in einem See.